Ich glaube, ich mache Urlaub im Sicht, im Wetterbericht gegen den immer als guten Wetter in Sicht. Oh Gott. Der Kompass ist wohl fertig. So. Ah. Ach, die gehen ganz weg. Ja, super. Das ist ja doof. Oh, ich hatte eigentlich gehofft, dass die nicht ganz weggehen. Naja, dann ist das leider so. Oh, so viel zum Gießen. So, wir müssen aber fermentieren, denn ich weiß, denke ich mal, daraus, dass wir Bier machen können. Und ich hätte ganz gerne wieder Bier. Ach, das machen wir jetzt trotzdem alles. So, das und das. Schade, ich vermisse jetzt gerade ein bisschen die Tomaten. Tomaten waren schon toll. Ach ja, die Tomaten. So, was haben wir hier? Der Clan gedeiht. Grobe Mana Clan haben ein eigenes Gebiet für Jagd gebaut. Schön. Schauen wir uns gleich mal an. Wer hat eine Idee umgesetzt? Mit ihr reden wir jetzt auch mal. Oh, eine Wildsau muss geschoren werden. Aber es reitet sich schon schön mit so viel mehr Fell. Schläft's dann noch? Nee. Das ist Mari. Ach, sie ist da. Man sollte auch manchmal vorher mal einfach auf die Karte gucken, bevor man irgendwo hinrennt. So. Die Hitze in der Küche ist sogar hilfreich. Kennst du das, wenn du im Sommer etwas nass machst, um es kühl zu halten? Ich habe das gleich mit den Töpfen gemacht. Das Essen ist in einem kleinen Topf, der in einem größeren steht. Und dazwischen befindet sich ein Gemisch aus Sand und Wasser. Groll sagt, er würde heute Abend einen in dein Haus stellen. Ich glaube, er wird dir gefallen. Es ist einfach echt, naja, frisch. Ha. So, wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Ja, okay, nicht so. Nee, gießen wollte ich nicht.
Ja, okay, das stimmt, ne? Statt Sport machen sie jetzt Jagdübungen. Ah, da war sie schon. Manchmal ist das einfach. Oh. Manchmal ist das einfach einfacher. So, das ist auch fertig. Ja. Da, Turner. Frage, was können wir denn hier noch Schönes machen? Zack, und schon haben wir keinen Dünger mehr. Komm her, meine Sau. Oh, ein Ei. Ja, das meinte ich. Ich will lieber die Strauße nur in einer Ecke haben. Dann haben wir in einer immer Eier. Das ist halt so gerade ein bisschen doof. Aber naja. Geht halt momentan nicht anders. Dann spielen wir gleich ein bisschen Tetris mit den Tieren. Ach, ich muss noch mit Leuten reden, ne? Ära und Insta. Karnevalsfest. Das hat auch noch eine Idee. Aber hier habe ich schon zwei Geschenke gemacht. Wir gehen mal zu ihr hin. Ivan kann alles nun. Okay, Ivan kann. Was ist besser als ein gutes Werkzeug? Ein großer Ding. Okay, sie. Ja. Der Vater wollte eine andere Antwort haben. Und er wollte einfach. Und sie wollte einfach noch ein größeres Werkzeug haben. Früher waren wir wie die Vögel, die für den Winter in den Süden gezogen sind. Da hat das rote Pferd sich einfach umgekehrt. Und hat mit seinem Schwanz die Fliege abgewehrt. Die Fliege war nicht dumm. Sie machte Summ, Summ, Summ. Das habe ich gerade ein bisschen dran erinnert. Du siehst heute toll aus. Ich wette, das haben wir dir schon einander gesagt, oder? Nicht so wirklich. Du warst der Erste. Wie können wir die denn mal upgraden? Wahrscheinlich durch Kauf von... Ach, durch Quests voranschreiten. Mit dir kann ich nichts machen. Dein Clan weiß wirklich, wie man gut zusammenarbeitet. Oh, ich schätze, es ist jetzt unser Clan. Du hast es richtig erkannt. Sie hat echt noch eine Idee, ne? Reden wir nochmal mit ihr. Geiger denken gerne über Probleme nach. Ich mag es, sie mit dem Hammer gerade zu biegen. Äh,
Mir ist das gleich andersrum passiert. Ich hatte erst mit dem Gespräch und sie meinte, zwei Hämmer wären besser als einer. Ich habe einen großartigen angeklickt und als dann der Vater da war, dachte ich, ich weiß ja wohl, jetzt haben zwei angeklickt. Der Vater war natürlich anderer Meinung. Ja, toll. Von hinten sieht das Wildschwein aus wie ein Ausrufezeichen. Tatsache. Du hast recht. Was machen wir denn heute? Komm, jetzt gehen wir mal in den Wald. Eigentlich muss ich mit noch ganz vielen Leuten wahrscheinlich reden. Ach, das wollte ich doch nicht. Sie hat noch eine Idee. Er nicht. Und nicht. Ihre Ideen sind fertig. Sie hat noch eine Idee. Die Ära. Er hat keine Idee mehr, aber so ein bisschen questtechnisch würde mich das halt nochmal interessieren. Okay, ihre Ideen haben wir schon. Nari auch nicht. Nock hat noch eine Idee. Warte mal, was haben wir? Nock. Oregano, Petersilie. Oregano und Petersilie. Ich kann mir vorstellen, der mag Gewürze. Also, da muss ich noch gerade sagen: Clementine, bei dem Vater habe ich gesagt gehabt, ein großartiges Werkzeug. Ja, ich dachte jetzt, bei ihr wäre vielleicht dasselbe, aber sie hat halt anders gedacht. Petersilie, Rosmarin. So, du machst bestimmt Rosmarin. Es ist nur die Frage, wo bist du? Bist du? Nee, du bist nicht am Kochen. Bist denn du? Da bist du. Ah, du bist im Wald. Oh, da passt ja, dass wir eh in den Wald wollen. Jo, gute Nacht. Dann gucken wir mal, wie sieht das denn jetzt aus? Sind jetzt alle Sachen reif? Immer noch nicht. Dann pflück ich es jetzt nicht. Na gut, Pilze nehme ich schon mit. Ach, guck mal, du kommst mir gerade entgegen. Nee. Na, guck mal, das hat er gemocht. Auch noch nicht alle reif. Werden überhaupt alle reif? Ich probiere das jetzt aus. Ich glaube, es wären gar nicht alle reif. Nee, ich habe das Gefühl, es wären nie alle reif. Schade finde. Ja, irgendwie, ich warte schon die ganze Zeit, aber. Nein, ich werde. So. Ja, da würde man lieber einmal hier alles abgrasen und gut ist. Aber man kann die Zutaten ja auch billig kaufen. Also so ist es jetzt nicht. Und so teuer kosten sie jetzt auch nicht mit 20 Punkten. Aber ist trotzdem schade.
Na. So. Wobei, hier sind alle reif. Nee, Rinde wollte ich dir jetzt nicht schenken. Vielleicht gibst du mir bessere Angebote, wenn ich mit dir tanze. Könnte ja gut möglich sein. Ach, die hat er nicht sofort wieder, okay. Oh ja, ich merke gerade auch, dass ich langsam müde werde. Mann, da habe ich noch nichts weiter geschenkt. Oh, sie hat ein Video, okay. Hat keine Idee. Er auch nicht. Jack auch nicht. Oh. Oh. Kroll. Geburten, Oregano, Lavendel, Milch, Zitronelle. Ach, ich habe doch bestimmt noch irgendwas nicht geschenkt. Warte mal. So. Es gibt immer etwas zu tun, vor allem wenn es darum geht, sich auf den Winter vorzubereiten. Wenn es regnet, ist es mir in der Klangkarte zu laut. Die ganzen jungen Leute sind dann dort und machen Musik. Ja, mach das. Ich mach jetzt auch noch einen Tag hier fertig. Wünsche dir eine gute Nacht. Die Totems wählen uns auf vielen Gründen. Ja, danke schön. Accessoires. Saphir. So verbessert werden kann. Fischvorkommen durchtränken mit Nacht der Fische anzulocken. Okay. Amethyst. Brauche ich da unbedingt Amethyst? Er weiß das auf jeden Fall zu schätzen. Hast du Lust, einen Abstecher mit mir in die Savanne zu machen? Ach komm, das machen wir mal. Sie sind so schön. Jeder liebt Mammuts, aber ich habe aufgehört, sie zu mögen, als Gelrod herausfand, dass es sein Totem war. Na toll. Ich dachte immer, ich müsste Gelrod in allen schlagen und wichtig zu sein. Nach dieser Nacht in der Klangkarte wurde mir klar, dass ich mit meiner Sicht auf die Dinge völlig falsch lag.
Ich könnte Gerald niemals daran schlagen, Gerald zu sein. Musste ich selbst sein. Und das ist nicht annähernd so beängstigend, wie ich dachte. Ich liebe es, auf Dinge zu hämmern, um mich in den Rhythmus zu verlieren. Und offenbar mögen auch andere die Art, wie ich spiele, sogar Gelrod. Ich habe langsam Spaß daran, ich selbst zu sein. Und ich habe keine Angst mehr, neue Dinge auszuprobieren. Wie zum Beispiel mit jemandem zusammen zu sein. Ich möchte du... Ah, okay. Ich will nicht. Verstehe schon, wir bewegen uns zu einem anderen Rhythmus, aber ich bin trotzdem froh, dass wir befreundet bleiben können. Apropos neue Dinge ausprobieren. Ich habe uns ein paar Reiskuchen gebacken. Ach so, das ist wirklich auch der Punkt, wo man dann sagt, Atta hatte recht, meine Kochkünste sind schrecklich. Hat man jetzt nur einmal die Gelegenheit, das würde mich jetzt mal interessieren, dazu eine Partnerin zu finden? Ich helfe Atta immer. Nun, ich mache es nicht gern, aber das ist das Mindeste, was ich tun kann. Ach, wir können immer noch miteinander ausgehen. Okay. Ah, so. Okay. Alles klar. Aber wenigstens geht das noch. Baut das jetzt. Okay, Mist ist fertig. Oh, bauen wir einfach noch mehr an? Machen wir mal einmal richtig Turbo-Bubu mit den Kürbissen. Was ich damit meine, einfach ganz viele Kürbisse mal machen. Ah, die Fermentierung ist fertig. Wo haben wir die denn? Da. So, dann machen wir jetzt schick Bier raus. Das werden alle mögen. Okay, wir brauchen mehr Wasser. So, dann holen wir nochmal Dünger. Und das nehmen wir auch nochmal mit. Denn wenn ich da umso weniger gießen kann, ist es doch recht angenehm.
In 3 Tagen. Wie lange brauchen die denn eigentlich? 7 Tage, okay. Ich muss gerade kurz rechnen, weil... Ach, guck mal, Chili ist morgen bereit. Butterkürbis, das wissen wir nicht. Sonnenblume 4 Tage, okay. Wie ist das denn, einen Baum zu pflanzen? Sind die noch wach? Jetzt sind beide am Schlafen, okay. Weil mich das schon interessieren, wer das ist, wenn man halt einen Baum pflanzt. Mich würden halt Mangos interessieren. Das nicht Kaktusfeigen? Moment. Na, eigentlich haben wir jetzt erstmal nichts mehr hier. Hier wird gemacht. Ja. Komm, dann machen wir das noch so, dass wir... das hier auch nochmal machen. Dann machen wir dann vielleicht... so. Machen wir das, aber da düngen wir nichts. Machen wir da auch noch ein paar. Jetzt habe ich den Namen von denen vergessen. Es ist auch schon spät. Ach guck mal, Ei und Gemüse. Was können wir denn daraus zaubern? Soufflé. Ein Soufflé. Was bringt das Soufflé? Ach, nur Ausdauer. Ist okay. Finde ich ganz gut. So. Naja, viel können wir eigentlich nicht mehr machen. Wir könnten höchstens noch einmal Ausdauer futtern. Wobei, wir kommen. Wir gehen heute eher schlafen. Müssen ja nicht bis zum Popen machen. So. Machen auch jetzt in der Zeit auch mal so langsam doch mal Feierabend. So. Spiel wird gespeichert. Neue Woche, neues Glück. Ach schön, es regnet sogar. Nice. Dann beginnen wir die Woche direkt mit Regen. So. Dann verabschiede ich mich jetzt auch mal hier. Wünsche euch einen schönen Mittwochmorgen und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin, haut rein. Tschüss.